kann die nicht fliegen oder? Königinnenaufregung, nicht nur beim Imker, sondern auch bei den Bienen. Ihr habt es gesehen, meine lieben Bienenfreunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Praxisvideo hier auf nordbiene.de. Ja, ich musste eben tatsächlich eine Königin aufsammeln unten bei den Bienen, direkt neben einem Volk. Und zwar wird das die Königin aus dem Volk sein, eine Jungprinzessin, offensichtlich auf Begabungsflug. Die saß an der Erde mit einigen zig Begleitbienen dabei. Ich habe es schon gesehen. Diese Königin, die habe ich aufgesammelt und ganz vorsichtig wieder in ihr Flugloch zurückbefördert. Sie wurde auch angenommen wieder. Aber ich befürchte natürlich, diese Königin ist flugunfähig. Das kommt leider natürlich auch vor. Wenn das so ist, dann kann diese Königin nicht fliegen, kann damit auch nicht begattet werden. Im Ergebnis würde das Bienenvolk dann drohnenbrütig werden. Hat ja keine weitere Brut mehr. Das wäre schade um die Königin. Kommt aber leider tatsächlich auch vor. Ich wollte euch was ganz anderes zeigen. Ich habe nämlich heute Post bekommen, und zwar von meinem Lieblingszüchter aus Dänemark hier. Ratet mal, was in diesem Päckchen drin war. Richtig, 3 Reinzuchtköniginnen. Und welcher Herkunft waren die Bienen? Auch richtig, ihr habt nämlich abgestimmt. Im Februar oder März habe ich euch gefragt, welche Bienen soll ich mir holen an meinen Bienenstand wieder. Zur Auswahl stand die Carnica, die dunkle Biene, die Sicula und die Ligustica. Und ihr habt euch mit großer Mehrheit für die Ligustica entschieden, für die gelbe Goldbiene hier aus Skandinavien. Darüber freue ich mich ganz besonders. Die Königin, die sind jetzt erstmal im kühlen Schrank. Ich werde noch ein bisschen warten hier. Vorbereitet für die Königin habe ich 3 kleine Mini-Plus-Kästchen, bestehend aus jeweils 3 Rähmchen mit Anfangsstreifen und einer extra Futterbox, auch in der Zarge drin. Diese Mini-Plus-Kästchen, die werden heute Abend noch besiedelt mit Kunstschwärmchen, gebildet mit Bienen aus Honigräumen von Großvölkern hier. Die werden in den Hobbock gestoßen, schön durcheinander gewirbelt, ein bisschen vollgesprüht. Und die Bildung dieser Mini-Plus-Kästchen, die entspricht praktisch der Bildung von Begattungsvölkchen. Eingehängt werden die Königinnen mit dem Versandkäfig unter weichem Verschluss. Entfernt werden vorher allerdings die Arbeiterinnen, denn die würden nur stören, die würden die Annahme hier gefährden. Ja, und die so gebildeten Völkchen, die kommen für 3 bis 4 Tage wieder in Dunkelhaft hier in den Hühnerstall, werden dann aufgestellt und dann will ich die Völkchen päppeln. Die sollen nämlich überwitterungsfähige Einheiten werden hier. Vom Zusetzen von Reinzuchtköniginnen in Standvölker bin ich ganz weg. Das geht nämlich meistens schief.
Ja, ich freue mich, dass ich wieder die Ligustica am Stand haben werde hier. Ihr seid live dabei praktisch. Das ist ja die Wirtschaftsbiene der Weltimkerei, ursprünglich heimisch in Italien, aber aufgrund ihrer positiven Eigenschaften weltweit verbreitet und gezüchtet. Die Ligustica ist die sanfteste aller Bienen und die schwarmträgeste aller Bienen. Und keine Biene baut so große Völker auf und keine Biene ist so brutlustig wie die Ligustica hier. Gezüchtet wird sie in ganz Skandinavien mit Top-Verbreitung, aber auch in Kanada, in den USA, in Mexiko, ebenso wie um das Mittelmeer rum oder auch in Ostasien, in China, in Japan, in Neuseeland und in Australien. Überall dort gibt es riesige Zuchtbetriebe und Zuchtbestrebungen für die gelbe Ligustica-Biene. Ja, und auch bis zum Polarkreis kommt sie vor, in Nordkanada, in Finnland, in Nordschweden, aber auch in Dänemark, in Grönland. Überall dort wird die Ligustica mit Erfolg gehalten und auch gezüchtet in vielen verschiedenen Wirtschaftslinien. Eine richtig tolle Biene. Ich freue mich schon wieder hier. Die sanfte und die schwarmträge, vor allem die schwarmträge Ligustica hier, die gelbe Goldbiene am Stand zu haben. Ihr seid natürlich dabei. So, meine lieben Bienenfreunde, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier auf nordbiene.de. Tschüss!